Ist nicht so wild. So. Wähle einen Schwierigkeitsgrad. Wir nehmen normal. So, ist normal. Willkommen in der... Ach so, habe ich das... Kann ich das Tutorial... Ja, Einführung überspringen, bitte. Dankeschön. Pause. Einführung mache ich heute jetzt nicht. So, dann. Jetzt kann ich nochmal alles umstellen. Chat kommt hier hin. Testnachricht für deine Chat-Ecke. Bast. Cam. Die baue ich hier hin. Passt alles. Sehr schön. So. Also, wir haben viel Geld. Bevor ich jetzt hier Geld mache, wir brauchen erst ein paar Mitarbeiter. Eine Kellnerin. Trinkgeld für jedes servierte Getränk. Auch für ein Getränk. Kann nur mehr tragen. Selber Stundenlohn. Und ist schneller. Für 5 Trinkgeld für jedes serviertes Essen. Soweit sind wir noch nicht. Also einmal die einstellen. Und einen Barkeeper. Kann 8 Getränke. Das ist nicht so wild. Das ist wichtig. 20% weniger Verlust. Gesamtgehälter 10. Dann noch ein paar Tische. 1. Wie viel Geld habe ich? Genug. 2. Ach, eigentlich kann ich die auch direkt hier dran stellen. Nee, nur bewegen. Dann haben wir hier eine große Tafel. Ich mache aber erst noch ein paar Bänke. Ja, super. So. Dich dann hier hin. Dann brauchen wir noch Licht. Das schmeißen wir mal hier an die Ecke. Und so eine... Und so eine halboffene Kneipe sieht auch doof aus. Dann bräuchten wir vielleicht noch eine Tür. Die wäre gar nicht so sinnlos. Ah, okay. Ich habe kein Geld mehr. Aber Fenster ist wichtig. Sehr schön. Das ist jetzt unsere Taverne erstmal. Kommen die da durch? Die kommen da durch auf jeden Fall. Besitze 4 Tische, besitze 8 Bänke. Habe ich. Teppich will ich erstmal nicht. Dann können wir auch schon starten. 16. Ich habe nur... Ja, das war jetzt natürlich doof von mir. Naja, egal. Müssen wir ganz kurz warten. Ich habe gar kein Bier. In meiner Taverne gibt es nur Wasser. Eine Forschung können wir schon mal starten. Das habe ich jetzt irgendwie voll verpennt, das mit dem Bier. Aber gut, das können wir ja gleich noch holen. Das ist ja jetzt nicht... Komm, wir gehen in eine Kneipe. Was gibt's? Wasser. So. Dann geben wir dem noch einen schönen Namen. Alter. Wie oft will ich mich hier verschreiben? Und der Aachen will ich auch nicht. So. Gut, der erste Tag war schon mal eine Katastrophe. Sagen wir es mal so. Der erste Tag war eine Katastrophe. Und warum? Weil ich zu blöd war, Bier zu holen. So, was haben wir hier? Namen ändern habe ich. So. Jetzt geht sie noch. Ja, haben natürlich fett Minus gemacht. Beginnen direkt den nächsten Tag. Was haben wir hier jetzt? Kaufe einen Feuerlöscher, bediene 20 Kunden, besitze 13 Bänke.
Das sollten wir auch alles hinbekommen. Nur das mit dem Bier ist jetzt echt kacke. Weil da gehen uns etwas Einnahmen flöten. Aber gut. Kann ich... Moment. Ich kann das verkaufen. Dann machen wir das. Es ist nämlich wichtiger, das Bierfass zu holen. Und dann fülle ich einfach mal für ein paar auf. Weil wir dadurch halt allein schon 5 Gäste durchschnittlich mehr haben. Und die Bänke, die hole ich gleich, wenn das Geld wieder da ist. Die Bänke und den Tisch. Ah, wir haben, glaube ich, hier ein Level-Up. Ja, haben wir ein Level-Up. Aufleveln. Dann machen wir sie einfach schneller mit ohne Getränke. Gehalt ist natürlich jetzt auch gestiegen. Auf 12. So, dich leveln wir auch noch auf, damit du mehr Getränke nehmen kannst. So, was will mein Handy? Nichts Wichtiges. Sehr gut. Wir haben jetzt eine Küche freigeschalten. So, Forschung bedient. Perfekt. Und dann nehmen wir noch mehr Gäste. Warum haben wir jetzt so viel Kohle? Das habe ich jetzt irgendwie nicht ganz so mitbekommen, dass wir so viel Kohle haben. Aber okay, hier, ich nehme es gerne an. Wir nehmen das Geld an. Dann können wir nämlich auch direkt hier ausbauen. So. Das löschen wir alles. Dann Bodentexturen, die kosten sowieso nichts. Spezial brauche ich gerade auch nicht. Küche. 1. Der Tresen. Den bauen wir dann mal hier hin. Und die Kiste. Genau. Müssen wir nur hier... Okay, dann drehen wir die so hin. Perfekt. Und den Koch stellen wir morgen ein. Der spart uns dann nochmal Geld. Sehr schön. Nächster Tag beginnen. Stopp. Anheuern, Koch. 2 Bonus für Dessert. 2-mal schnellere Erfahrung. Suppe. Zieht am Tag mehr Kunden an. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was haben wir hier? Stelle einen Koch ein. Haben wir. Die 100 Gold nehmen wir auch gerne mit. Dann können wir direkt einen Feuerlöscher kaufen. Spezial. Feuerlöscher. Ist natürlich nur so ein Eimer. Aber wir haben ihn. Was ist das? Ah, noch eine Bar. Cool. Dann haben wir ja auch noch etwas Geld über, dass wir hier wieder die Bänke kaufen können. Sehr schön. So, Koch ist da. Koch ist da. 45 Leute. 1, 2, 3, 4. Wir können 20 gleichzeitig nur setzen. Oh. Okay, da müssen wir auf jeden Fall noch was machen. Aber das Essen gibt immer richtig viel Kohle. Ach so, genau, wir können ja hier auch jetzt das hier wieder... So. Das Essen gibt ordentlich... Ich meine, die Zutaten kosten natürlich auch ordentlich was, aber... Ach so, wie viel Bier haben wir? Wir haben noch genug Bier. Dann bauen wir als nächstes hier noch aus und bauen da noch mehr Tische hin. Was ist hier? Ah, 20 Kunden bedient, auch sehr gut.
Okay, wir brauchen auch, ich glaube, noch eine Kassiererin. Noch eine Kellnerin, so langsam. Weil die Tische da, dieses Bier, das steht da ganz schön lange. Mal ganz kurz. Ach, Pause geht nicht, ist nicht so schlimm. Stimmung wird vom Reinigung 20% weniger. Wir machen 20% weniger, aber sie hier, weil sie kann 5 Getränke schon von Anfang an tragen. Ich habe irgendwas. Ah, Forschung ist freigeschalten. Dann würde ich sagen, als nächstes forschen wir die Limonade. Auswahl ist immer gut. Auswahl zieht Kunden an. So, wie sieht's hier aus? Hier passt alles, sehr schön. Forschung abgeschlossen. Dann machen wir die Musiker als nächstes. Die Forschung geht ganz schön schnell, habe ich das Gefühl. So, einmal so. Kostet uns nicht viel. Einmal so, einmal so. Bodenbelege machen wir hier wieder Holz. Das Holz sieht einfach gut aus. Licht brauchen wir als nächstes. Ich habe aber das Bedürfnis, das hier zu bauen, weil es einfach viel, viel mehr Licht gibt. Hat einen größeren Kegel. Kostet zwar uns etwas mehr, aber sehr gut. 200 Euro Miese. Sehr schön. Ist tatsächlich sehr schön, weil wir haben auch viel, viel investiert. Das müssen wir mal schon sagen. So, was haben wir hier jetzt? Kaufe ein Fass mit Limonade, erreiche einen Stern. Kauf 13 Bier. Okay, das Limonadenfass. Wie viel kostet das? 200. Okay. Dann ganz kurz. Okay, passt alles. Alles super. Mhm. Was haben wir hier? Ah, wir können ihn aufleveln. Machen wir auch. Und gehen hier auf mehr Geld für Hauptgerichte. Ja, ist zwar doof, aber wir würden hier gar kein Licht reinbekommen. Ich kann es mal kurz zeigen. Weil hier das Licht, wenn wir das hier machen würden, wäre hier in der Mitte vor den zwei Tischen. Also hier wäre dann gar kein Licht. Das heißt, der Platz wäre auch verschenkt. Und wir müssten auch wahrscheinlich mehrere kaufen. Da kann ich aber nochmal schnell gucken. Wenn ich jetzt hier... Ja, so wäre halt der Koch ohne Licht. Und nach hinten raus haben wir dann mehr... Also es bringt halt mehr dadurch, dass wir dann hier noch weiter ausbauen können und hier noch weiter ausbauen können. Außerdem haben wir gerade sowieso nicht genug Geld. Ja, ja. Einfach mitten rein. Der kommt dann zwischen die Bänke einfach. So, was haben wir hier? Ach, sie kann wieder aufgelevelt werden. Dann machen wir nochmal hier etwas schneller und danach gehen wir auf Trinkgeld. Fass ist leer. Fass wird aufgefüllt. 150 direkt. Dann müssen wir nicht nochmal auffüllen. Weiter geht's. Genau, also später wird er dann hoffentlich... Ah, lohnt sich noch nicht. Ah, schon wieder aufgelevelt. Ja, sie. Super. Ah, sie hat schon Trinkgeld auf Max. Sehr schön. Dann machen wir einfach das. Treppengeschwindigkeit. Wir haben bisher einstöckig. Macht keinen Sinn. So, jetzt haben wir 300. 300 müsste passen. Tisch. Machen wir hier hin. 1, 2. Haben wir sogar noch Geld über. Können wir sogar noch einen Tisch machen. Ja. Okay, einen Blick. Jetzt.
Ich könnte die vielleicht auch querstellen, fällt mir jetzt gerade so ein. Ich glaube, das würde besser passen. Das gucke ich jetzt auch gleich direkt, also gucke ich jetzt direkt. Was ist denn, wenn ich den jetzt einfach querstelle? Passt auch nicht. Ist also egal. Nee, ist nicht egal. So, ich mach den nur bündig. Ist nicht egal, denn dann können wir hier danach noch so einen kleinen hinstellen. Und links und rechts, dann passt das perfekt. Sehr schön. Oder wir platzieren einen großen. Einen großen halt. Das würde auch noch gehen. Und hier könnte ich dann halt... Oh, wir haben ganz schön... Naja. So, hier müssen wir als nächstes gucken, dass wir wieder Zutaten bekommen. Ach, meine Forschung ist fertig. Ganz kurz einmal hier. Ach, mein Headset spinnt wieder, glaube ich. Mein Headset... Ja, mein Headset spinnt wieder. Machen wir mal to go. Testen wir das mal. Ich habe links schon wieder keinen Sound. Jetzt geht's. Jetzt geht's wieder, ja. Du willst noch was? Machen wir dich lauter. Lauter, ja. Machen wir dich lauter. Dann würde ich sagen, wir machen hier mal 10. Ja, und dann füllen wir hier noch auf. So. Bodenfliesen. So, als nächstes müssen wir die Limonade. 200 haben wir ja schon geguckt. Limonade dauert 200, kostet 200.